Let's play Brickforce. Oder was tut man, wenn man keine Brickforce-Punkte mehr hat? Ja, man geht in einen Raum, der zum Beispiel heißt XP Cube. Also hier ein kleiner Würfel, wo eigentlich, ja, ein riesiges Zergfest abgeht. Jeder wartet nur drauf, wiederbelebt zu werden und andere Kills abzusahnen. Und schon ist die Runde zu Ende, eine 160er-Runde. Das ging jetzt schnell und, ja, so viele Punkte gibt es für mich gar nicht, denn ich habe nicht so viele Kills abgestaubt. Aber so kommt man sehr schnell zu sehr vielen Punkten. Ich mache jetzt hier noch eine Runde, denn ich brauche noch ein paar Punkte für eine neue Wunschwaffe von mir. Zum Glück ist der Raumleiter hier fleißig am Kicken, immer dass die Runde hier schnell starten kann. Denn immer wenn jemand neu reinkommt und dann hier vielleicht irgendwo im Shop schaut, dann dauert das, denn dann kann die Runde nicht gestartet werden. So, jetzt geht's aber los. Ready? Da blickt man sich schon ins Auge. Die Waffen sind aufgereiht und da geht's gleich los mit den ersten Double Kills. Ist zwar auch nicht die feine Art, aber so kann man sich auch ein paar Punkte dazu verdienen. Wenn man denn dringend gerade Punkte braucht, so wie ich zum Beispiel. Ich brauche 1800 irgendwas für eine Waffe für einen Tag. Und die hole ich mir jetzt noch schnell, weil ich will mir die Waffe nicht für 7 Tage kaufen. Das ist zwar ein bisschen billiger pro Tag umgerechnet, aber ich werde die nicht jeden Tag jetzt verwenden in der nächsten Zeit. Deswegen warte ich da ein bisschen und nehme die jetzt nur einen Tag. Probiere mal auch ein bisschen herum mit den Waffen. Oh, jetzt geht es ja momentan hier gut ab. 9 Kills hier schon von mir. Wenn der Raum noch etwas leerer und übersichtlicher ist, dann geht das hier gleich ein bisschen besser auch. Und den Respawn-Schutz haben wir jetzt seit dem Update so lange, oder ich weiß nicht, ob das vorher auch schon war, so lange, bis man einmal selber einen Schuss abfeuert. Das heißt, wenn ich jetzt hier noch nichts mache, können die Leute auch nichts machen bei mir. Das heißt, am Anfang kann man mal ein bisschen warten, sich vielleicht ein Ziel suchen und dann erst losfeuern. Und so schaffe ich sie jetzt zum Beispiel an die Spitze der Rangliste. Das ist hier zwar keine Kunst in so einem Farmraum sozusagen, kann man das ruhig nennen, wo man sich die Punkte und Erfahrungspunkte zusammenfarmt. Aber je mehr Kills man hier hat und je weniger Tode, das gibt dann auch schön viele Punkte. Macht doch sogar ein bisschen Spaß. Also nicht übermäßig viel, wie zum Beispiel eine normale Runde, aber ein bisschen so als Abwechslung ist das auch mal recht witzig hier in so einem Farmraum. So, wenn nicht hier gerade alle auf einem Platz spawnen würden, wäre das natürlich auch ein Hit. Boah, da geht's schon ab hier. Schon krass. Und jetzt sind alle am Nachladen. Jetzt war es gerade kurz ruhig. Kommt aber auch nicht oft vor. 160 Killcounts, das ist das meiste, was man einstellen kann. Und weiter geht's. Nachladen. Wirklich verrückt, wie sich hier da die Leute nach oben farmen. Aber es geht anscheinend und warum nicht? So, jetzt ist die Runde zu Ende. Mal schauen, was es jetzt für Punkte gibt. Level up. So. Und zurück in den Raum. Du wurdest auf den Rang Gefreiter befördert. Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank. So, dann gehe ich zurück in den Shop. Und was wollte ich mir jetzt kaufen? Gute Frage. Entweder wieder die starke Sniper mit 100%, denn ich war so schlau und habe mir hier bei meinen Items das Scharfschützengewehr mit nur 60 Power gekauft. Da kann ich keine guten Headshots landen. So, das heißt, entweder mal ein Sturmgewehr zur Abwechslung oder doch eine Sniper. Kommt drauf an, auch in welche Map ich dann gehe. Also hier ist so eine Waffe, wenn ich hier einen Tag auswähle. Au, 2880. Ich glaube, da habe ich irgendwo eine billigere gesehen. Auch 2880. Dann, oh, auch so viel. Ich dachte eigentlich, die kosten hier nur 1800. Welche Waffe kann ich mir kaufen? 1200, die könnte ich mir leisten. Also so eine Waffe. Aber mit denen bin ich, glaube ich, nicht so geschickt. Aber egal, ich werde es einfach mal ausprobieren müssen. Ich kann ja nicht immer mit der gleichen Waffe herumrennen. So. Für einen Tag ist jetzt gekauft. Danach muss man natürlich noch unter meine Items gehen
und die auch anlegen. Ich habe mir auch jetzt eine Rauchgranate statt der normalen Granate gekauft. So, jetzt brauche ich aber eine passende Map dafür. Denn viele Maps sind ja auf Snipe ausgelegt. Oh, ob ich mit der Waffe umgehen kann? Oh, der gehört ja zu mir. Genau, die mit grüner Schrift gehören zu mir. Die mit roten sind bei den anderen Leuten seit dem Update. Mal schauen, ob ich das jetzt hier drauf habe. Wechsel mal auf die Rauchgranate. Vielleicht kann ich da irgendwo irgendwem die Sicht vernebeln. Obwohl in so einer offenen Map hat das wahrscheinlich wenig Sinn. Aber spaßeshalber schmeiße ich das hier mal runter. Ja, also hier... Okay, ich sehe schon. Hier in dieser Map wäre definitiv die Sniper 1000-mal besser gewesen. Da habe ich die falsche Waffe. Na gut. Ich gehe einfach nicht direkt nach oben, sondern bleib hier unten. Und arbeite mich hier vor. Ja, so geht's dann doch. Oh, da hat er noch eine Granate abgefeuert. Die hat mich zum Glück nicht erwischt. Dafür erwischen mich die zwei Leute jetzt hier. Na gut, 4 gegen 3, okay. Ist auch nicht ganz in Ordnung. So gut kann ich hier mit der Waffe noch nicht umgehen, obwohl ich habe den eigentlich umgelegt. Das war nur, weil der zweite noch da war. 2 gegen 1 ist ja auch nicht gerade. Ich glaube, mit der Sniper hätte ich da schon viel mehr Vorteile. Oh, Brickshot! Was damals noch der niedliche Headshot war. Ziemlich ungenau die Waffe, das sollte ich nicht im Dauerfeuer schießen, sondern ab und zu auch mal den Finger von der Maustaste lassen. Hm, den wieder erwischt, aber dann hat der mich sogar vorher in der Reihenfolge noch erwischt. Wie geht denn das? Ich kann doch nicht jemanden nachher umlegen, nachdem ich umgelegt wurde. Da stimmt auch irgendwas nicht so ganz. Oh, da schmeißt er mir was rüber. Und das hat mich auch aber ordentlich erwischt. Ah, aber ich habe ja die Medipacks, die könnte ich ja auch von Zeit zu Zeit mal einsetzen. Das war natürlich sehr schlecht von mir. So, wo ist er jetzt hingelaufen? Man merkt schon, ich bin nicht gerade der größte Pro hier in solchen Spielen. Aber Brickforce ist dann noch eher mein Spiel, weil es doch ein bisschen, wie soll ich sagen, zugänglicher gemacht ist. So, vielleicht sollten wir da mal ein bisschen taktisch spielen und gemeinsam vorgehen. Was machst du hier? Gießt du die Blumen oder schneidest du hier die Hecken? Ich glaube, du bist hier im falschen Spiel. Das ist Brickforce. So, schon wieder eine Möglichkeit, wo ich mit der Sniper besser dran wäre. Ich glaube, die haben auch die Sniper. Oh, und von da oben sniped mich einer weg. Oder was war das für eine Waffe? Das gefällt mir gar nicht. Da werde ich gleich mal raufschauen. Ich hoffe, das war jetzt doch dieser Turm. Weil da gibt es ja 4, aber das wird schon der sein hier. Bei meiner Base. Bei meiner Base. Oh, da hat schon jemand die Situation geregelt. Oder auch nicht. Nein, hat er noch nicht. Na gut, dann kommt eben der Schilling und regelt das. So, und hier oben habe ich jetzt wieder mal die falsche Waffe. Da bräuchte ich die Sniper. Also hier mit der zu treffen, das ist eher unmöglich. Vor allem, ich glaube, der hat auch die Sniper. Das sollte ich mich... Ja, das sollte ich mich wieder verziehen. Oh, was passiert denn hier? Hallo, lass meinen Kumpel doch in Ruhe. Wieso will der immer hier zu uns rauf? Der Nächste! Was soll das? Leute, lasst unsere Base hier in Ruhe. Oh, 140 ist aber auch eine lange Runde. Und es ist sogar noch recht spannend momentan. Muss ich sagen. Und von hinten kommt einer, obwohl hier ein paar Leute von mir sind. Was sind das für Naps? Schon wieder hätte ich hier die Sniper gebraucht. Ah, jetzt bereue ich schon ein wenig, dass ich mir die Sniper nicht geholt habe. Ich kann nicht immer mit der Sniper spielen, oder? Das ist doch auch ein bisschen Noobie. Ah, die verzieht schon ordentlich die Waffe. Schluss jetzt! Eben! Ist die Suppe nicht brav aufgegessen? Was hast du jetzt davon?
Aua. Den Schuss habe ich nicht mal gehört. Fire in the hole. Gerade am Nachladen erwischt. Sauber. Und schon wieder. Also ich glaube nicht, dass ich so gut bin. Also die Leute sind irgendwie nur gerade schlecht. Lachen mich wahrscheinlich viele gerade aus, was ich hier eigentlich aufführe. Autsch. Double Kill. Aber ich habe gerade noch gehört, dass er nachgeladen hat. Deswegen dachte ich, nutze ich mal hier die Gelegenheit. Aber war dann doch ein bisschen zu spät schon. Die Map wäre ja das pure Sniper-Paradies eigentlich. Hauptsache lachen kannst du. Ah, das ist auch mal schön, wenn man genau hier so spawnt. Direkt vor so einem feindlichen Brickforce-Gesicht. Und da fliegen die Granaten herum. Wow! Schilling, du Noob. Wirklich, was führst du auf hier, Mann? Ich hoffe, der hört mich jetzt nicht. Beziehungsweise sieht mich jetzt nicht, aber treffen kann ich ihn auch nicht wirklich. Was will der hier immer bei unserem Stützpunkt? Das verstehe ich nicht so ganz. Smoke Grenade, haha. Ah, die haben schon wieder die Sniper, glaube ich. Da verschütze ich mich mal lieber. Und da kommen mir zwei entgegen. Hoppala, das war einer zu viel. Die machen hier immer das Gleiche. Die laufen hier immer in den Turm rauf. Als ob es irgendwas bringen würde. Oh, der hat mich erwischt. Dann werfe ich mir jetzt mal das Medipack ein. Hoppala, Entschuldigung, Kollege. Ich weiß, du gehörst zu mir. Das tut mir leid. Wollte ich natürlich nicht. Was geht mit dem hier? Der genießt hier das schöne Wetter oben. Aber nicht mehr lange. Jetzt schieße ich ihn aber runter, oder? Nein, doch nicht. Da macht mir jemand einen Strich durch die Rechnung. Hallo, was geht mit dir? Endlich. Aber momentan, ich muss echt sagen, 77 zu 77, also noch ausgeglichener könnte es eigentlich gar nicht sein. Das ist schon eine feine Runde gerade. Da kann man nichts sagen. Autsch. Ich bin zwar nicht sehr gut dabei. 24, 10, 19. Naja, was soll's. Oh, das war gerade epic Fail von mir. So eine Möglichkeit. Ich respawn genau hinter denen und dann laufe ich ihnen vor die Nase. So einen Fail schafft auch nicht jeder. 85, 84. Also echt top Runde eigentlich. Aber das wird mir schon langsam ein bisschen zu lange. Da würde ich gerne mal in einen anderen Raum gehen und die Waffe hier ausprobieren. Momentan gehe ich nämlich hier alle paar Sekunden drauf. Ich staub zwar auch viele Kills ab. Au, da erwischt er mich schon wieder. Breakshot. Autsch. Irgendwie schauen die hier alle gleich aus. Keiner hat irgendein Roboterkostüm oder so. Und wenn man glaubt, man ist in Sicherheit, kommt von hinten natürlich noch einer. So, aber jetzt ist die Runde eigentlich schon doch schon sehr weit fortgeschritten. Jetzt könnte ich ja auch noch bleiben, denn sonst gibt es ja keine Punkte. Mal schauen, wie viel habe ich jetzt schon. 2791. Würde sich eigentlich schon lohnen, hier doch noch drin zu bleiben. Alleine nur für die Punkte. So, wo sind die ganzen Leute hier jetzt, die da waren? Da hinten. Beim Nachladen. Kannst du mich nicht nachladen lassen? Haha, Rache ist süß, mein Lieber. So, wie ist der da jetzt eigentlich auf dieses Gras raufgekommen? Der will sich hier die ganze Zeit immer an denselben Platz zurückstellen. So, dann sorge ich hier mal für ein bisschen Rauchatmosphäre. Mal schauen, was das bringt.
Oh yeah. Gehen gleich die Rauchmelder los. Also eigentlich hätte ich mir da jetzt aber mehr erwartet. So riesig ist diese Rauchgranate hier gar nicht. Den anderen Leuten zuzusehen ist einfach göttlich. Ich denke mir wirklich manchmal, was geht mit diesen Leuten ab? Was führen die da auf? Da steht wirklich, jedes Mal stellt er sich daher. Also schon langsam fällt das ja auf. Oh, die Granate war schön. Kann man nicht sagen, die war sehr gut platziert. 109 zu 104. Oh, wir sind im Rückstand. Die anderen haben irgendwie gerade ein paar gute Leute oder irgendwie so dazugekommen. Die gehen da schon recht gut ab hier. Und wir haben einen, ja na klar, mit 0 Kills, 6 Assists und 18 Toten. Das ist ein richtiger Pro. Naja, man kann sich's nicht aussuchen, mit wem man spielt. Und der ist gerade hier runtergesprungen. Auch eine Möglichkeit. Zählt das dann eigentlich als eigener Kill? Das habe ich jetzt nicht aufgepasst. Wenn der runterspringt, obwohl ich ihn vorher schon angeschlagen habe, müsste das doch eigentlich für mich zählen. Das wäre doch nur fair. Nein, 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 nein. Puh, das war knapp. Da oben ist jetzt aber noch einer. Ich hoffe, der hat mich nicht gemerkt. Aber eigentlich, wie laut das hier war, müsste er mich schon gemerkt haben. Smoke Grenade! Smoke Grenade! Jedes Mal, wenn ich die werfe, kommt hier dieses geniale Geräusch. Oh, da hat er. Ich habe ihn schon gesehen, aber ich hätte nicht gedacht, dass der eine Sniper hat. Hier steht der also, der Kollege. Das werden wir doch gleich ändern. Wenn ich es bis zu ihm vorschaffe. Brauchst gar nicht glauben, dass du hier campen kannst, du kleiner Sniper. Ich meine, ich mache das doch selber immer. Aber die anderen dürfen das natürlich nicht machen. Ja, das war klar. Jetzt recht, dass ich mit der Pistole. Das war eh dieser Sniper. Oh, und jetzt. Vorher sage ich noch, es ist so spannend. Jetzt geht's doch bergab hier. Mit dem blauen Team. Ja, was soll man machen? Ich kann hier nicht alles machen alleine. Das geht so nicht. Au, 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 au. So, jetzt ball ich aber nicht gleich los, sonst vertue ich mir immer meinen Respawn-Schutz. Wenn ich schon vorher zu schießen beginne. So, jetzt will ich aber noch einmal irgendeine Möglichkeit nutzen, wo die Rauchgranate mir zugute kommt. Hat der gerade seinen eigenen umgelegt? Das geht ja gar nicht. So, hier raucht es aber jetzt ordentlich. Na, kommt schon hinein? Hier in mein schönes Lagerfeuer. Drei Stück hat man von denen, das ist auch cool. Aber ich glaube, so andere Granaten wären dann doch noch besser. Ich tanze hier nur im Kreis herum momentan. Ich suche mir mal eine andere Stelle. Oh, da steht ein Panzer. Sowas könnte ich auch mal bauen. Ich habe hier zwar schon ein paar Autos gebaut, aber an so einen Panzer habe ich eigentlich noch nicht gedacht. Das ist auch mal eine feine Sache, so einen Panzer zu bauen. Jetzt geht es ja noch viel einfacher. Nach dem Update kann man sich ja solche Flügel kaufen und dann im Karten-Editor-Modus herumfliegen. Nein, lad doch nach, bitte. Das wäre ein schöner Triple Kill gewesen. Und dann lädt der Hund nicht nach. Los, oh mein Gott, ich habe mein Bestes gegeben. Um 5 Punkte haben wir verloren, aber die Runde hat richtig Spaß gemacht. Das war schon eine feine Runde. Muss ich sagen, es war auch recht ausgeglichen. Also da gab es nicht die Überflieger in irgendeinem Team. Na gut, der hier Kevin 0115. Entschuldigung, 0 Kills. Ich glaube, du solltest nochmal das Tutorial durchspielen. Denn das war ja mal gar nichts. Oh mein Gott, Schilling wurde gekickt. Wenn man hier nicht direkt sich wieder auf Ready meldet, wird man gleich gekickt. So, jetzt habe ich aber wieder Punkte und jetzt werde ich mir irgendwas Neues kaufen. Mal schauen. Shop, hier sind wir ja.